Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Projekt. Es heißt Die Sims 4. Jeder kennt es oder zumindest fast jeder. Ich habe jetzt extra noch gewartet, weil ich wollte unbedingt das Haustierpaket noch und wollte nicht ohne dem starten. Ich habe, wie ihr seht, alle Gameplay-Packs, Accessoires-Packs, Erweiterungspacks, die was es gibt. Werde heute mir einen Sim kreieren, mit dem ich spielen möchte, inklusive ein Haustier dazu. Wir werden so gut wie alles durchmachen. Ich möchte gerne zwei Vampire haben im Haushalt. Ich möchte eine normale Person haben im Haushalt. Und ich möchte einen Hund haben. Vom Kinderkriegen über Karriere, über alles. Ich möchte gerne alles durchspielen, was es so alles gibt. Ich werde die selbstständige Alterung im Haushalt ausstellen, weil ich gerne das selber entscheiden möchte, wenn mein Sim dann altert. Klingt vielleicht jetzt böse, aber es ist so. Bei den Vampiren ist es eh hinfällig, aber ja. Alles andere altert ganz normal. So ist mein Plan für dieses Projekt. Und dann wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß im Create Sim Modus. So, da sind wir schon mal im Create Sim Modus. Also das Outfit von der ist ja schon mal, ja, nicht wirklich meins. Ich möchte gerne eine Kari Games haben. Ah, da. Games. Dass man's weiß, wer ich bin. Und diese wird jetzt mal im Schnelldurchlauf bearbeitet. Viel Spaß! So, jetzt mal kurz zu den Merkmalen. Also ich selber, ja. Ich bin sehr musikalisch. Von daher damit Musik. Was bin ich noch? Ich bin ein fröhlicher Mensch. Ich bin Musikliebhaberin, das stimmt. Und was bin ich noch? Ich würde sagen kreativ. Das passt zu mir. So. Das ist meine Stimme. Vom Gang her. Ja gut, der ist normal. Nein, so renne ich sicher nicht rum. So auch nicht. Das sieht aus wie ein Trampeltier. Nee. Nee. Ich bin nicht halt. Oh Gott, das sieht. Ja. Immer müder? Nee. Nee. Nein.
Ich glaube, ich bleibe einfach beim normalen Gang. Und bin eigentlich so jetzt ganz zufrieden. So, der zweite Sim. Was möchte ich denn haben? Möchte ich gleich ein, was sind das? Ein Alien? Nee, ein Alien möchte ich keinen. Nein. Oder wisst ihr was? Ich erstelle jetzt zwei Sims. Hundi! Und zwar, ich werde jetzt da ein bisschen drauf achten, welchen Hund ich habe. Und zwar, ich habe drei Hunde. Ich habe zwei Husky-Mischlinge und einen Labrador-Mischling. Und ich wähle den Husky-Mischling. Also Husky. Ich wähle einfach hier mal den Husky. Und er kennt es sicher, die haben diese eisblauen Augen. Ich werde auch gucken, vielleicht kriege ich die Farbe etwas so hin wie er. Wie mein Junge ist. Wie einer meiner Jungs ist. Ein bisschen eine längere Schnauze. Ne, das sieht komisch aus. Wenn, dann muss der Hund ja auch schön ausschauen. Yay! Captain Balloon, seine tollen. Na. Oh Gott. Oh Gott. Nee. Nee. Ja, so. Die Augen. Nein, 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 nein. Was sind das? Aha. Oh Gott. Nee, das passt schon so. Ein Strich. Der ist hinten da orange. Ach du Scheiße. Jetzt muss ich mir gerade mal, muss ich gerade runter gucken zu meinen Jungen. Kann man den nicht einfach als Ganzes an? Ich würde den einfach gerne als Ganzes schwarz färben. Ach du Kacke. Leute, ich melde mich zurück, wenn ich fertig bin. Jetzt habe ich mal den Hund soweit. Denke ich mal so, wie er mir gefällt. Wie käme ich da jetzt wieder aus dem Menü raus? So. Mal gucken. Siro ist aktiv. Ist ein sehr aktiver Hund. Ist. Was ist das? Nee, das brauche ich nicht. Abenteuerlustig ist er auch. Er ist. Verspielt. Und er ist klug.
Ich denke, das passt. Das sieht ja so süß aus. Halli? So. Was mache ich noch? Ich brauche noch ein Tier. Ich brauche unbedingt noch ein Tier. Ich habe wahnsinnig viele Haustiere zu Hause. Darum, ich muss unbedingt noch ein Tier machen. Und das wird diesmal eine Katze. Schauen wir mal, ob man die jetzt hier, die Rasse, die was ich zu Hause habe, finde. Na klar. So. Fell? Nee. Ah, ich glaube, ich bleibe einfach hier bei der Hauptrasse Maine Coon. So. Die meine süße Maus hat aber... Und was die hat, ist gelbe Augen. So. Kann man das hier einstellen? Dass die da Haare haben? Nee. Und das bei der Katze ist jetzt sehr einfach, weil sie ist einfach nur weiß. So. Snoopy ist faul, ja. Snoopy, also ich nenne es jetzt gleich Snoopy, weil so heißt meine Snoopy. Snoopy ist verspielt. Und flauschig. Ja, das ist Snoopy. Snoopy, und sie ist meine kleine Prinzessin. Oder kleine Diva. Ich nenne sie Diva. Snoopy Diva. Dann. Würde ich sagen, ich habe meinen Haushalt. Ich werde rundherum dann gleich noch ein paar Sims einziehen lassen. Oh. Und dann mir ein schönes Haus suchen. Und dann würde ich auch sagen, wir legen dann gleich auch los. Wollen wir gleich nach Brinleton Bay ziehen? Schauen wir mal, was es da gibt. Gibt's hier was? Ich kann mir das Grundstück nicht leisten. Ich kann mir das Grundstück nicht leisten. Bootshaus von Wellington. Wie sieht's hier aus? Da ist ein Schlafzimmer und eine Toilette drin. Hausinfo. Dieses idyllische kleine Cottage liegt versteckt zwischen den teuren Villen von Cavalier Cove. Es geht doch nichts über einen direkten Zugang zum Strand. Ja, ja. Ja. Schade. Das kann ich mir nicht leisten. Oder wollen wir woanders gucken? Was gibt's denn hier? Da ist gar nichts. Schön. Magnolia Promenade. Da ist auch nichts. Wow. Gleich so viel. Willow Creek ist, wenn ich mit Tasche die Anfang Sting. Da, das wäre doch günstig. Knarrende Hütte. Zum einsamen Bächlein. Mauerblümchenhügel, oh Gott. Das hat zwei Betten drin. Da könnte ich wenigstens schon mal eins verkaufen, dann hätte ich Platz für das Hundezeug und so. Ich denke,
Ich werde die Knarre in die Hütte nehmen. Nimm mal die Knarre in die Hütte. Möbliert einziehen. Yay! Das erste, was ich jetzt gleich mache, ist gleich in den Baumodus zu gehen, um das Haus so einzurichten, wie ich es jetzt brauche, so als erstes. Weil ich brauche Computer und Co. und. Ja. Hallo, meine Familie! So. Oh Gott, was ist das? Was ist das? Naja, ich würde mal sagen, ich bin alleine. Das Doppelbett. Achso, ich soll den Baumodus gehen, entschuldigt. Das Doppelbett kann weg, diese Kommode kann weg. Kann man das höher hängen? Nee. Dann 11.000 habe ich. Ich stelle jetzt mal kurz die Wände runter. Die Dusche, kann man die... So. Ist mir um einiges lieber. Tisch, Stühle, ich bin alleine. Ich lasse jetzt mal bei 2 Stühlen, reicht ja doch. Fernseher habe ich, Badezimmer habe ich, Bett habe ich, Hund und Katzen, dann brauche ich, das kann ich zur Seite stellen. Dann brauche ich auf alle Fälle was für meine Tierchen. So. Was brauche ich da? Gibt es? So ist es leichter. Da gibt's aber nichts Extriges für Haustiere, kann das sein? 10 Haustiere unter Kinder? Also für mich zählen sie unter Kinder. Tiere. Bin ich blind? So. Vergrößerte Tierbett von Schnarch und Weg. Selbstreiniges Katzenklo. Ja. Wo stelle ich denn das hin? Ja, ich stelle es hier rüber. Weil momentan das Haus ist klein. Was ist da unter programmiergestörter Futternapf? Programmiergestörter Futternapf. Und was ist der Unterschied? Der eine ist blau, der andere rot. Ich kann den aber auch in gelb holen. So ein Scheiß. So, Katzenklo, Katzenklo. Spielzeug. Spielzeugkiste für Spaß. Für meine Wauzi und Muzi. Hindernisse. Hallo? So. Doch gut, oder? So. So teuer war das jetzt auch nicht. Die habe ich geholt. Der ist ein Bogen. Alter, der ist zu groß. Schade. Ball? Und noch ein Ball? Gut. Dann, was haben wir noch? Liegeflächen. Ich muss ja bedenken, das ist ja das. Ich muss bedenken, dass irgendwo noch ein Laptop hin muss. Oder am PC halt. Soll ich den ins Schlafzimmer stellen? Ach nee, ich stell den dahin. Und. Ah, weißt du was? Brauche ich die? Ich brauche keine Kommode. Ist überflüssig. So. Einmal ein großes Bett und für die Prinzessin nehmen wir ein rosa Bett. So. Dann hat die ihn gerade beim unteres Bett, also das muss dann schon wirklich reichen. Für den Anfang auf alle Fälle. Was gibt's denn dann noch? Momentan alles unnötiges Zeug. Jawohl, Postbote, nimm dich in Acht. Ah,
Cool. Gut. So, jetzt kommen wir mal zu uns selber. Ich brauche Elektronik. Ich brauche einen PC. Ja. Ich kann mir den leisten, oder? Den nicht mehr, aber den. Ansonsten, das Haus hat alles. Ich kann mir den PC leisten. Wenn ich ihn irgendwo. Ah. Ja. Gibt es davon in Raumaufteilungen jetzt bitte im Büro? Danke. Das. Na. Alter, Kari! Büro, da. Ich habe noch nie woanders hingeklickt, ja? Leute, es war von Anfang an dahin. So. Classic Weiß oder Classic Schwarz? Ja. Ich stehe auf das klassische Zeug. Ich mag das nicht, wenn alles so prunkvoll und etepetete und keine Ahnung, was nicht alles ist. Auf das stehe ich nicht so. So, dann haben wir hier einen Schreibtisch mit PC, dass wir uns einen Job wählen können. Weil ich, und das muss ich jetzt dazu sagen, ich bin Musikerin nebenbei noch, geschweige denn, ich singe für mein Leben gern und alles Mögliche. Werde ich als Beruf etwas Musikalisches verwenden? Jetzt mal so vorneweg. Von daher werde ich jetzt auch gleich mal anfangen, dass ich mir Instrumente hole. Na, wo gibt's denn das? Da gibt's doch irgendwo das Raster mit Fähigkeiten. Aktivität und Fähigkeiten, da muss es drin sein. So, sehr gut. Wow. Das habe ich mir vorher noch geholt. Das mit der Sense. Das hat auch Spaß. 3 und ist günstiger. Das reicht ja wohl. So, dann habe ich hier eine Gitarre. Ich weiß, ich muss ja zugeben, ich weiß ungefähr, was ich für diesen Beruf alles brauche, weil ich bei meinem Privatspiel das Ganze habe, wobei es alles nicht so stressig ist oder sonstiges, dass ich jetzt alles auf einmal habe. Ich habe jetzt das und ich habe das. Ich möchte gerne. Jetzt habe ich es wieder weggedrückt, ich Idiot. Was ist das eigentlich, Bonsai-Baum? Aha. Da ist eine Geige. Ich wollte die Geige noch haben. So, dann habe ich eine Geige. Ich habe. Und das Mikrofon, PC, Tisch. Und dann würde ich sagen, kann meine dreiköpfige Familie einziehen. So, bevor ich das Spiel jetzt starte, werde ich ihr sagen, dass sie sich bitte einen Job suchen soll. Auf die Hunde kann ich ja gar nicht irgendwie interagieren wirklich. Okay, das ist wie bei einem Baby. Was ich mir öffne, ist das hier. Kari sucht ja einen Job. Was ist mit euch beiden? Steht da wie angewurzelt? Ah, jetzt geht's los. Was ich ja schon überlegt hatte, was interessant wäre, ist, dass die 3 Jobs hier oben. Bei diesen kannst du selbst mit interagieren. Was ich natürlich voll toll finde. Aber. Ich hätte gerne einen anderen Job und der wäre, wo ist es denn, Entertainer. Ich bin da absoluter Freak. Also ich selber. Sehr schön. Wann muss ich da dann hin? In 2 Tagen. Geht klar. Da muss ich jetzt mit Musik üben beginnen oder Witze schreiben. Was? Kein Tier ist vollkommen furchtlos. Selbst Zero nicht. Jedes Tier hat seine eigenen Ängste. Also beobachte deine Haustiere, um herauszufinden, was ihnen Angst macht. Ich red mal mit ihm. Hallo? Kari? Mach doch was. Da mal beruhigen, so wie ich es bei meinem Jungen auch machen würde. Mach ich der süß. Was jetzt? Hallo? Streicheln. Ja.
So, dann bitten Geschäft zu erledigen. Wir haben Freundschaft geschlossen. Geht der jetzt nach draußen? Braver Hund. So, dann streicheln wir gleich mal. Snoopy? Reden. Mit Laserpointer spielen. Was macht denn er? Ah, na gut, mach was du willst. So, danach werde ich aber anfangen mit Gitarre üben. Ich guck mal. Ma, wo hatten. Lass doch mal das Laserpointer spielen, ist alles okay. Hallo, ich will das Geschenk sehen. Kari, mach hinne. Alter, die Alte ist so langsam. Willkommen in der Nachbarschaft. Ja, hi, was auch immer und wer du bist. Was bist du? Summer Holiday. Jo, hi. Freut mich, dich zu sehen. Nicht. Was? Rüstung, Ritter, Rund. Was? Was ist das? Ach du Kacke. Mach mal mal. Kann ich den jetzt loben? Loben. Was seid ihr alles? Ich kenne die alle nicht. Mir egal, ich bitte sie mal herein. Und dann gehen wir üben. Das Hereinbitten hat jetzt abgebrochen, gell? Na egal. Aber ich habe ehrlich auch keinen Bock auf meine Nachbarn gerade. Na dann. In diesem Sinne hoffe ich, euch hat die erste Folge von Sims 4 mit allen Add-ons und Erweiterungspaketen gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüssi!